Ein markanter Wetterwechsel steht nun am Wochenende bevor, hin vom Starkregen zu durchwegs winterlichen Wetterverhältnissen. Jetzt sind wir aber am Samstag noch in dieser kräftigen, milden Westströmung. Da ist es stürmisch und regnerisch. Mit diesen Tiefdruckgebieten hier reichen uns immer wieder Fronten. Und wir sehen uns auch an der Regensummenkarte bis einschließlich Montag akkumulieren sich da zum Teil größere Mengen, vor allem in den Mittelgebirgen, bis an die 100 Liter pro Quadratmeter. Aber dann, wenn wir uns den Strömungsfilm anschauen nochmal, dann sehen wir, dass hier am Sonntag uns aus Nordwesten eine markante Kaltfront erreicht und in der kommenden Woche ist es dann eben deutlich kälter. Am Samstag selbst, da haben wir es noch mit einer Warmfront zu tun, die bringt nach Westen zu teils kräftigen Regen und auch viel Wind ist da dabei, teilweise Sturmböen, einige sonnige Auflockerungen nach Osten und Südosten hin, weitgehend trocken am Alpenrand. Die Temperaturen dazu, die sind noch hoch, in der Spitze erwarten wir bis zu plus 13 oder plus 14 Grad. Am Sonntag dann die markante Kaltfront, die schmiegt sich so an die Alpen, da sinkt die Schneefallgrenze auch schon gegen 500 Meter. Im Norden, da schneit zum Teil bis in tiefe Lagen herab, hier also Schneeregen, erste Schneeflocken bis in tiefe Lagen und verbreitet weiterhin kräftiger Wind, im Südwesten kräftiger Regen und die Temperaturen, die gehen etwas zurück und erreichen nur noch plus 10 bis plus 11 Grad in der Spitze. Am Montag dann haben wir es mit kalter Luft zu tun, da fällt verbreitet Regen und zum Teil auch Schneeregen, also in den Mittelgebirgen wird es zunehmend winterlich, zwischendurch gibt es aber auch etwas Sonnenschein und die Temperaturen, die kommen nicht mehr über plus 7 bis plus 8 Grad hinaus. Und wir sehen das auch hier, gerade in den Mittelgebirgen in etwas erhöhten Lagen akkumulieren sich die ersten Zentimeter Neuschnee. Wir müssen also die Frühlingsgarderobe wegräumen und uns warm anziehen, so wie auch dieser Fuchs hier, denn in der kommenden Woche ab der Wochenmitte schaffen wir die Temperaturen nicht mehr über plus 5 Grad hinaus und es bleibt weiterhin unbeständig mit Schneeschauern und Schneeregenschauern.